Nach fast genau 2 Jahren ging es endlich mal wieder auf Langstrecke zum Spotten, diesmal an die Westküste der USA, Hauptziel Los Angeles. Da wir den ersten Flieger nach München um 6.20 Uhr erwischen wollten, war ich schon kurz vor 4 auf dem Weg zum Flughafen nach Düsseldorf. I long to feel my heart burned open wide, till nothing else remains except the fires from which I came. Like parted souls, divided for an age, oh, and wonder I'd embrace, and the world's anew again. But now, this picture from me fades, from Steele's cold hand there's no light the fire in me. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen verbleibenden Tag hier in München und Umgebung, einen schönen Aufenthalt oder gegebenenfalls eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Entgegen unserer Befürchtungen verliefen die Einreiseformalitäten für die USA in München allerdings extrem problemlos und wir hatten ausreichend Zeit, unseren Anschlussflug nach Los Angeles zu erreichen. Der Flug hat sich diesmal wirklich extrem gezogen, aber nach über 11 Stunden haben wir es endlich geschafft und waren in Los Angeles. Nach der Landung haben wir erstmal unseren Mietwagen geholt und sind dann in aller Ruhe ins Hotel gefahren. Für die erste Nacht hatten wir uns das Motel 6 in Flughafennähe gebucht. Kriegt man die Türe hinten auf? Müsste sie normalerweise so aufkriegen. Wir haben dann erstmal unsere Koffer aufs Zimmer gebracht und uns dann entschieden, dass wir nochmal kurzfristig beim In-N-Out Burger vorbeifahren. Am Ende waren wir dann doch etwas erschlagen nach über 24 Stunden auf den Beinen und sind zurück ins Hotel gefahren. Da wir doch sehr, sehr früh wach waren, haben wir am nächsten Morgen erstmal in aller Ruhe Flightradar 24 gescheckt, um zu gucken, was uns so alles im Laufe des Tages in Los Angeles erwartet. Es war natürlich noch nicht wirklich an ernsthafte Aufnahmen zu denken
Und so haben wir uns anfangs ein bisschen mit Nachtschüssen probiert und sind dann passend zum Sonnenaufgang zum Imperial Hill gefahren. Im Laufe des Vormittages trafen wir auf Johanna und Arndt, die in Kalifornien ihren Urlaub verbrachten. Dank der doch sehr intensiven Vorbereitung wussten wir, dass zwei bunte Alaskas im Laufe des Vormittages nach Los Angeles kommen sollten, und die waren natürlich unser Hauptziel. Ich weiß gar nicht, wie oft wir an diesem Tag unsere Positionen gewechselt haben, um alles zu kriegen. Hier sind wir wieder mal auf dem Weg zum Imperial Hill. Der Abschluss eines wirklich sehr erfolgreichen Tages, natürlich am Manhattan Beach, passend zum Sonnenuntergang. Und für die nächsten zwei Nächte konnten wir relativ günstig das Hilton in Flughafennähe schießen. Über die Parkgebühren für unser Auto reden wir besser mal lieber nicht. Nach wieder mal sehr kurzer Nacht und anschließender Tagesvorbereitung sind wir dann in unsere Luxusgarage gegangen und haben das Auto geholt. Oh, unser vergoldetes Parkticket. Ja, $33. Geil. So, das schon. Auf zum Starbucks. Nachdem wir uns den obligatorischen Kaffee geholt haben, ging es dann wieder zum Sonnenaufgang auf den Imperial Hill. Da wir unbedingt mal einen Hawaiian A330 in neuer Bemalung aufnehmen wollten und die Hawaii-Flüge in Los Angeles in der Regel auf der Nordbahn starten,
ging es relativ zeitig schon wieder zur nächsten Position und das war die 2-4 links Abflugposition. An diesem Tag war es wirklich relativ hektisch und wir waren eigentlich ständig in Bewegung. Hier sind wir gerade auf dem Weg vom Imperial Hill an die Anflugposition Nordbahn 2-4 rechts. Und wieder ging es mit Vollgas von einer Position zur nächsten, diesmal von der Südbahn Anflugposition 2-5 links direkt zum Imperial Hill. Cause everyone has hopes, you're human after all. The feeling sometimes wishing you were someone else. Feeling as though you never belong. This feeling is not sadness, this feeling is not joy. I truly understand, please don't cry now. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you please, please don't leave here. I don't want you to hate, for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Am Ende haben wir dann doch die meiste Zeit auf dem Imperial Hill verbracht, da es zum einen mega klar war und wir dort die beste Ausbeute erzielen konnten. Being like you are, well this is something else. Who would comprehend, but some that do lay claim divine purpose blesses them. Der nächste Tag begann eigentlich wie immer. Früh wach gewesen, Flightradar 24 gescheckt, Tagesplan erstellt, einen Kaffee geholt und dann zum Imperial Hill gefahren. Well, that's not what I believe, and it doesn't matter anyway. A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last, but I'm still not sure. But what I do know is to us the world is different, as we are to the world. Guess you won't know that. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you please, please don't leave here. I don't want you to hate, for all the hurt that you feel. The world is just a... Da die Hotelpreise am Wochenende nach Thanksgiving im Großraum Los Angeles wirklich extrem hoch waren und wir nach drei sehr intensiven und anstrengenden Tagen in Los Angeles mal eine Veränderung brauchten, haben wir uns überlegt, dass wir Johanna und Arndt in Vegas besuchen. Trying to change you, please don't go, I want you to stay. Ja, so zumindest unser Plan. Das Hotel für Vegas wollten wir im Auto unterwegs buchen, mussten aber leider feststellen, dass die Hotelpreise in Vegas auf ähnlich hohem Niveau lagen wie in Los Angeles. Und zu guter Letzt sind wir dann im recht günstigen Hotel in Chino gelandet. Gerüchteweise sollte die coolsten Herkules in Chino geparkt sein und so sind wir am frühen Abend nach der Ankunft noch einmal kurz um den Flughafen rumgefahren, um die Herkules zu suchen.
nächsten Morgen ging es nach dem obligatorischen kurzen Kaffeestopp direkt zum Flughafen, um zu gucken, ob wir irgendeine Chance haben, die Herkules von außen aufzunehmen. Das Projekt Herkules hat sich leider als nicht ganz so einfach dargestellt und so haben wir uns erstmal um die im Feld abgestellten Interjet A321 gekümmert. Perspektive ist halt Monster, ne? Aber aufgeben war natürlich nicht und so sind wir dann nochmal zur Herkules hingefahren, um zu gucken, ob wir irgendeine Möglichkeit haben, doch auf die Rampe rauszukommen. Wir hatten das Thema Herkules eigentlich schon als erfolglosen Versuch abgehakt. Da haben wir durch Zufall noch ein Fahrzeug von Coulson entdeckt und nachgefragt, ob wir vielleicht mit auf die Rampe raus können. Ja, das Ganze ging dann ziemlich unkompliziert. Wir saßen nach 2 Minuten auf der Ladefläche vom Pickup und sind zur Herkules gefahren. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to pay for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Please don't go, I want you to stay. Es war natürlich mega, die Herkules im schönsten Morgenlicht von der Rampe zu fotografieren und als i-Tüpfelchen durften wir auch nochmal in die Maschine rein. Nachdem wir dann die Herkules wirklich aus allen erdenklichen Perspektiven fotografiert haben, ging es an die weitere Tagesplanung. Auf Flighträder 24 haben wir gesehen, dass eine bunte Alaska und der Kanada-Retro nach Orange County, Santa Ana kommen sollten. Und da das nicht ganz so weit weg ist von Chino, haben wir uns entschieden, dass wir einfach mal hinfahren.
Die Fotografiermöglichkeiten am Vormittag in Santa Ana sind leider nicht so wirklich ideal, da das obere Parkdeck inzwischen komplett abgezäunt ist. Wir haben dann noch so ein bisschen rumgesucht und haben am Ende in der mittleren Parkebene eine recht brauchbare Position gefunden und konnten noch ein paar schöne Aufnahmen machen. Wie das so ist beim Spotten. Manchmal überschneiden sich die guten Flieger und man muss sich leider entscheiden. Diesmal hatte der Air Canada Retro über 2 Stunden Verspätung und zeitgleich sollte in Los Angeles die Comlux Aruba 777 kommen. Die war uns dann doch deutlich wichtiger und so waren wir zeitig auf dem Weg nach Los Angeles. It's colder than before. The seasons took all they had come for. Now winter dances here. It seems so fitting, don't you think, to dress the ground in white and grey. It's so quiet, I can hear. Relativ zeitig hatten wir die Tageshighlights in Los Angeles eingetütet und dann ging es auch schon weiter zu Platz Nummer 4 und das war Van Nuys. My thoughts touching every second that I spent waiting for you. Circumstances afford me no second chance to tell you how much I've missed you. My beloved, do you know when the warm wind comes again? Another year will start to pass. Irgendwo steht eigentlich immer irgendwas Aufnehmbares in Van Nuys herum und so war es auch diesmal. Danach ging es dann schon weiter zum 5. Platz an diesem Tag und das war Burbank. Please don't ask me why I'm here. Something deeper brought me than I need to remember. Nachdem Burbank nicht so wirklich effektiv war an diesem Abend und wir am nächsten Morgen nochmal versuchen wollten, die ein oder andere Velo zu bekommen, haben wir uns ein Hotel in Burbank gesucht und sind am Abend nochmal kurz in die Outlet Mall nach Camarillo gefahren. No heights could keep us from their reach. No sacred place we did not soar. Still greater things bound within us. I don't regret the choices that I made. Leider gibt's im Netz keine wirklich brauchbaren Beschreibungen der Fotoposition von Burbank und so mussten wir am nächsten Morgen erstmal so ein bisschen pokern, wo wir uns am sinnvollsten hinstellen. Am Ende waren wir auf dem Parkdeck vom Angestelltenparkhaus und standen goldrichtig. My beloved, do you know how many times I stared at clouds, thinking that I saw you there? These are feelings that do not pass so easily. I can't forget what we claim. Stressfrei kann jeder, und da die nächsten interessanten Flieger schon in Kürze nach Los Angeles kommen sollten, mussten wir relativ zeitig in Burbank aufbrechen.
Schon wieder. Muss man einmal fürs Video machen. Ist da eigentlich auch Ton dabei? Nimmt der auf, ja, wenn ich hier labere? Theoretisch, ja, du kannst alles labern. Neben dem Continental Retro und der Alaska One World war sicherlich der Rote National das Tageshighlight. Nach quasi fast 5 Tagen Spotten in Los Angeles haben wir am Nachmittag nochmal länger hin und her diskutiert und uns letztendlich dazu entschieden, dass wir doch nochmal nach Vegas aufbrechen wollen. Wir sind so gegen 9 in Vegas angekommen, hatten zum Glück keinen Stau unterwegs und sind dann erstmal den Strip rauf und runter gefahren und anschließend dann zum berühmten Vegas-Schild, um das obligatorische Touristenfoto zu machen. I can't forget what we claimed as ours.
Ich muss zugeben, dass ich am nächsten Morgen doch so ein bisschen enttäuscht war, weil ich hatte mich auf die sehr schönen Line-Up-Schüsse 2-6 rechts gefreut. Leider war die 0-1 rechts für Starts in Use, aber am Ende sind es dann noch ein paar sehr nette Schüsse geworden mit toller Hintergrundkulisse. Bevor wir uns am frühen Nachmittag wieder auf den Weg nach Los Angeles gemacht haben, haben wir noch ein bisschen von unserem Hotelparkplatz in den Anflug 2-6 links fotografiert. Dann hat es uns doch noch am letzten Tag erwischt, dicker Nebel in Los Angeles, und wir haben uns erstmal zum Frühstück beim IHOP mit Johanna und Arndt getroffen. Wird ein bisschen blau. Ja, eben war auch mal auf der Strecke. War auch mal auf ein bisschen. Was willst du? Weißer Flieger im weißen Nebel. Wie man sieht, sieht man nichts. Aber passend zum persönlichen Tageshighlight riss es rechtzeitig noch auf und der bunte China Eastern 330er war der erste Flieger, der mit Sonne kam. Gegen späten Vormittag ging es zum Checkout zurück ins Hotel und wir haben unsere Klamotten zusammengepackt und versucht, den restlichen Tag noch halbwegs sinnvoll zu nutzen.
Natürlich lief auch dieser Tag nicht ohne die gewöhnliche Los Angeles-Hektik ab. Hier mal ein paar Minuten ungeschnitten. Der fliegt ganz seltsam. Der fliegt genau zwischen den Tracks. Jetzt dreht er hoch. Er macht auf jeden Fall kein Midfield-Crossing. Jetzt drehen. Und der Hansa. Jetzt wieder hoch. Er hat sich verflogen. Ich sehe eine Lücke, wo der gleich reingeht. Vermute ich. Gut, gut. Die Lücke ist gerade bei Ontario. Die Ampelschaltung hat irgendwie auch keinen Sinn hier, oder? Ich weiß überhaupt nicht, was da geampelt wird. Ja, ich auch nicht, weil von links keiner, von rechts Baustelle. Hier ist überhaupt kein Verkehr groß. Da kommt der Verfrost. Dann war es leider soweit. Wir mussten uns schweren Herzens von Los Angeles verabschieden, haben unseren Mietwagen weggebracht, eingescheckt und noch ein bisschen vor dem Abflug durch die Scheiben fotografiert. Erstmal ging es dann wieder zurück nach München und dann final nach Düsseldorf.
to the airport of Düsseldorf. Dear guests, please remain seated with your seatbelts fastened until we have reached our final parking position and the fastened seatbelts have been turned off. Flight Captain Reichert and his crew, thank you for having chosen Lufthansa and the Star Alliance for your journey today. We wish you now a very pleasant remaining evening here in Düsseldorf and surrounding for a safe onward journey. Until the next time, thank you. Bye-bye and stay safe.